Präsident, ich glaube, die Endfrage hat sich erledigt. Ich möchte zwei Kommentare machen. Einen zum Kollegen Friesen und einen zum Kollegen Neu. Ich glaube, Herr Kollege Friesen, das, was Sie hier gezeigt haben, diese Verachtung, dieser strotzende Orientalismus, dieser Chauvinismus gegenüber den Menschen im Kosovo, das ist die Essenz, aus der früher wie heute Kriege gemischt werden. Schämen Sie sich dafür. Und Kollege Neu, ich möchte Sie ansprechen, bewusst, nicht gleichsetzend mit dem Kollegen gerade, bewusst an einem Unterschied. Aber Ihr Verschweigen der Opfer, der Gräueltaten und der Kriegsverbrechen ist auch etwas, was in der Region dazu beiträgt, dass alle Seiten sich gegenseitig nicht als Opfer anerkennen, auch eine Essenz aus der Kriege leider gemacht werden. Und das bedauere ich sehr. Vieles, was hier gesagt wurde von den Kollegen, ist richtig. Wir erleben im Kosovo gerade eine schwere politische Krise. Und diese politische Instabilität ist nicht nur einfach schlecht, sondern gerade in dieser Situation der Pandemie hochgefährlich. Und es ist fatal, dass wir in genau dieser Situation erleben, dass das politische Verantwortungsgefühl in Pristina, in Belgrad und in Washington offensichtlich nicht ausreicht, um im Interesse einer gemeinsamen Zukunft der Region zu handeln. Und das müssen wir so klar sagen. Das Kosovo wird behandelt von Herrn Trump wie eine Kolonie, nicht von der Europäischen Union, von Herrn Trump wie eine Kolonie. Und das sollten wir ablehnen, indem wir sagen, ein Landswap wird es nicht geben, weil die Menschen im Kosovo und in Serbien dagegen sind. Das müssen Sie sich wirklich hinter die Ohren schreiben. Wir erleben im Kosovo einen Präsidenten und eine Koalitionspartei LDK, die um den eigenen Machterhalt mit der Zukunft des Landes spielt. Und wir als Opposition hatten in den letzten Wochen kaum die Gelegenheit, die Bundesregierung oder die CDU dafür zu kritisieren, weil sogar Sie die richtige Position dort eingenommen haben. Sie haben Albin Kurti und seine Regierung versucht zu stützen. Sie haben versucht, Einfluss zu nehmen, dass das US-amerikanische Spiel nicht gelingt in dem Land. Aber wir müssen festhalten, die Europäer haben diesen Machtkampf genauso verloren, wie die progressiven Kräfte im Kosovo und in der LDK ihn verloren haben. Und das ist ein ganz, ganz bitteres Zeichen für den Einfluss, den positiven Einfluss der Europäischen Union und der Region. Und das ist einer der Gründe, warum wir meiner Ansicht nach jetzt in dieser gefährlichen Lage auch vor Ort präsent bleiben sollten. Das heißt nicht, dass wir alle Details des Mandats richtig finden. Und die kritische Betrachtung, die in den Ausschüssen vorgenommen wurde und in der zweiten Lesung vorgenommen werden wird, ist denn richtig. Aber die Präsenz ist und bleibt richtig, nicht trotz, sondern wegen der friedlichen Lage, die wir heute im Kosovo im Alltag erleben. Danke sehr. Vielen Dank, Herr Kollege Sarrazin. Nächster Redner ist der Kollege Christian Schmidt, CDU-CSU-Fraktion.